Geht, herzlich willkommen zu einem weiteren wunderschönen Video hier. Mit dabei heute der liebe Herr Sturmwaffel und der liebe Herr Paluten. Und da ja quasi gerade Silvester ist, oder Jungs? Oder? Ist schon ein neues Jahr, haben wir was verpasst? Oh, vor Noir! Oh, vor Noir! Oh, vor Noir! Was tust du? Bist du wahnsinnig? Oh, Junge, was machst du denn da? Passiert doch nichts. Oh, Faux Noir. Nein, ey, Alter. Was soll passieren? Warte ganz kurz. Hier. Komm, fürs Intro, fürs Opening. Boah, Junge. UFO Noir. So, Leute, macht das nicht zu Hause nach. Ist gefährlich und dumm, so wie wir. Ah, aua. Oh, ich hab den. Oh, schau mal, der Tisch. Der ist ja modern, ne? Hier, Brandflecken am Tisch sind noch modern. Kann doch nicht sein, dass ich einmal mit Wunderkerzen rumspiele den Tisch kaputt mache. Ist ja egal, Leute. Du bist der Einzige, der das machen würde. Das ist das Problem. Das stimmt, aber Easy wird das nicht auffallen. Keine Sorge. Nee, Leute, wir machen heute zusammen Wachsgießen. Ja. Denn wir haben es an Silvester nicht gemacht. Warum kein Blei? Ich glaube, man darf kein. Ich glaube, es ist verboten. Hier steht doch die umweltfreundliche Alternative zum Bleigießen. Also, wollen wir zuerst alle anfangen mit dem Pilz und schmeißen dann den hier rein? Warum hat Palut eigentlich eine Jacke an? Warum hat Palut eigentlich eine Jacke an? Das ist eine schöne Jacke. Palut, zieh deine Jacke aus. Nein! Halt hier, ne? Ja. Okay. Fangen wir an mit dem mit der Uhr, Freddy, mit der Uhr. Wir fangen einfach an mit der Uhr. Ja. Also wir wollen auf jeden Fall unbedingt wissen, Leute, wie es aussieht. Wir erhitzen schon mal. Gibt es da irgendwie, wo ist denn die Liste von Sachen, die hier, man... Hier, ist hier hinten drauf, ist hier hinten drauf. Boah, Leute, es ist wie Heroin kochen. Woher weißt du das? Ich wohne in einer sehr, sehr kritischen Gegend in Köln. Stimmt, der wohnt sich ja wirklich. Ist ja wirklich so. Okay, das geht ja richtig schnell hier, Alter. Und dann tun wir das in unsere kleinen Gläser. Genau, und dann müssen wir gucken, was kommt dabei rum. Was kommt dabei rum? Wie wird unsere Zukunft aussehen? Aber ist doch immer so ein Selbsteinschätzungsding, oder? Ach, scheiße, ich hab meinen Kram hier hinten ganz zerrissen. Ist nicht schlimm, wir können dir helfen bei der Tat. Oh, baldiger Wohlstand. Das hört sich an. Heirat. Oh, wie ist das mit deinem Jahr? Oh, Vorbote einer Gefahr, einer Sense. Oh, weia, oh, weia. Oh, oh. Okay, ich rühre mal hier ein bisschen drin rum. Missgünstige Feinde? Sowas hast du doch nicht, oder? Nein. Nein. So, und jetzt schlucken wir den Löffel einfach runter, oder was? Auf drei. Ich fange einfach mal an, okay? Ja. Gott. Ich leg direkt das nächste Ding drauf, weil wir haben ja eine Menge hier zu machen. Ah, ja, stimmt. Ja. Oh Gott, es hat gerade geblubbert. Ich weiß nicht, ob das... Palle, was hast du da reingetan? Was hast du da? Wieso? Alter! Palle? Gut, ich hol mal jetzt mal raus. Ach, das ist, weil der Kram, das ist... Ah, das ist noch heiß oben drauf, ouch! Okay. Ich gieß auch jetzt, Leute. Seid ihr bereit? Okay. Und... Das sieht aus wie eine Fläche. Eine ziemliche Fläche. Ja, ist das immer das Gleiche? Habt ihr auch eine Fläche, Jungs? Warte, ich pack schon das nächste gerade rein. Ich würde sagen, wir machen erstmal drei Stück und dann deuten wir, okay? Okay, auf jeden Fall. Ich fummel das jetzt hier einfach echt raus. Ich weiß nicht, ob das da reingehört. Ich hab eine Muschel. Nicht verkippen, mit dir mein Watz. Du machst den Tisch kaputt. Mach gar nicht. Der hast du schon kaputt gemacht. Das war ich nicht, das warst du. Oh, beginnen Gott. Wir mit Nummer 2. Achtung, Leute. Ich hab die Hälfte daneben gekippt. Gut, Freddy. Alter. Ich wollte einfach mal weiter drauf. Alter, das spritzt richtig, das blubbert. Guck mal. Alter. Oh. Wieso passiert denn hier nichts Geiles? Ich weiß nicht warum. Das könnte eine Vorhaut sein. Interessant. Vielleicht werde ich dieses Jahr noch beschnitten. Wer weiß das schon. Mal gucken, was auf mich zukommt. Ich werde gerade angerufen. Das ist natürlich jetzt beim Bugsgießen ein bisschen problematisch. Wer ruft dich um die Uhrzeit noch an? Freunde. Du hast keine Freunde, das ist merkwürdig. Oh Gott, Alter. Pass auf, Alter, der spritzt dir gleich ins Gesicht, wenn du so weitermachst hinter der Kamera. Und dann sieht aus wie eine Platzfalle. Ha! Ja, hast ein bisschen gezuckt, ne? Hast ein bisschen gezuckt. Was ist das denn da für ein Kampfstand? Ja, Leute, interessante Form, die auf jeden Fall rauskommt. Das ist einfach irgendwie so ein Nuklearkrieg bei Patrick da hinten. Das sieht ein bisschen aus wie ein Atompilz. Ja, ja. Das ist, sieht ein bisschen so, aus Achtung, wie ein Kind. Ich tu mal letztes rein. Okay. Oh, okay. Da ist gar nichts raus geworden. Ja, schön. Okay. Aua! Schau hier! Okay, gießen. Bereit? Das spritzt! 3, 2. Hier ist wieder eine Fläche, ne? Eine Doppelfläche muss man sagen. Gut, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an hier. Warte doch! Ich fange schon mal an, Leute. Und zwar habe ich hier einmal. Wie könnte das aussehen? Was würdet ihr sagen? Was ist das hier? Eine Fläche? Je nachdem, wie man es dreht und wendet. Warte, wir haben ja hier zum Gucken. Könnte das ein Schwan sein zum Beispiel? Oder ein Auto, ne? Oder Motorrad oder sowas? Ein Wal ist es. Ein Schwan? Guck mal hier, der Kopf so. Gibt es einen Schwan? Ich würde sagen, es ist ein Schwan. Ein Storch? Nee. Sag mal was? Okay. Freddy, was würdest du sagen, was ist das? Sieht aus wie eine Kaulquappe. Gibt es ein Ohr? Ein Ohr könnte es auch sein. Ein Ohr. Ohr, oder? Ist das ein BH? Das ist eine Tasse. Ein Fisch? Ich habe noch nie einen BH gesehen. Ist ein Fisch. Das könnte ein Fisch sein, oder? Ja. Aber das ist ein ziemlich hässlicher Fisch. Gibt es einen Fisch? Ja, üble Nachrede. Üble Nachrede? Hä, sowas mache ich nicht. Nee, das ist. Ja, was ist denn das, Alter? Guck's dir mal an, was soll denn das sein? Das Rauch.
Ah, jetzt hier steht's. Das ist eine grüne Monetarisierung von YouTube. Mhm. Hier steht, hol CPM das ganze Jahr. Du wirst schön reich, ja, ja. Ja, perfekt, dann CPM tun wir das schon mal beiseite. Ganze Jahr. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, was hast du denn da schönes Paddel? Okay, fangen wir an mit dem hier. Ja, das sieht aus. Das ist ein Atompilz, ne? Ein Kind. Oder ein Baum, ein Baum. Nein, das ist doch ein Kind. Es ist ein Baum, Palle. Würdest du nicht Baum sagen, dass es ein Baum ist? Wunscherfüllung. Ja, guck mal hier, so ein Baum. Ja, das kann tatsächlich ein Baum sein. Palle, du kriegst deine Wünsche erfüllt. Das ist ein Baum. Aber nur ein. Aber nur ein. Du musst dir jetzt was wünschen. Oh, ich hab mir die Hose gepinkelt. Hast du die da? Palle? Hast du dir gewünscht, dass ich mir die Hose mache? Stumpf. Okay, Frey, was hast du? Ich hab zwei Flächen. Also einmal eine Fläche mit so Struktur und einmal nur eine Fläche. Ich glaube tatsächlich, aber ich habe schon nachgeguckt, das könnten Quallen sein. Quallen, das heißt? Nicht in fremde Angelegenheiten mischen. Ja, das passt ja zu dir, machst du eh nie. Ja, ich bin eigentlich nur in meinem Zimmer den ganzen Tag. Ja, oder? Bleib also ich sehe, dass es ein Rad ist, oder? Guck warte, mal, Freddy, das ist ein Rad. Ich mach das jetzt mal, komm mal her, gib mir mal deine Hand. Nein, guck mal, das ist doch rund. Rad. Gib mal, das sieht aus wie ein Rad. Ich mach das jetzt wie ein richtiger Profi. Gib mal deine Hand. Da steht baldiger Wohlstand. Ich lese jetzt aus deiner Hand. Ich will nicht. Hören Sie auf zu zittern. Das ist normal. Keiner sieht meine Hände immer. Das ist normal bei mir. Was für Leben. Ah, das ist doch voll warm. So, warte. Ja, okay. Und jetzt musst du die Hand verschließen. Jetzt schüttelst du dreimal. Drei. Und jetzt bröselst du das hier drauf. So, und jetzt lese ich dir was daraus. Ich glaube, so geht das nicht. Doch. Vertrau mir. Ich bin Profi. Wir sind noch Stücke. Friss mein Junge! Friss ihn! Ich hab Sabber an der Hand. Es ist ein Penis geworden, Freddy. Du, potent dieses Jahr. Gut, machen wir weiter, Leute, mit meinem zweiten. Das hier ist auf jeden Fall, guck mal, das sieht doch echt aus wie ein Kerl, oder? Der läuft. Siehst du, so ein Läufer? Das sieht aus wie ein Geist. Sieht aus wie ein Ritter, hier so ein Schwert. Ritter gibt's hier nicht, oder? Reiter. Nee, Reiter ist es nicht, aber guck mal, das sieht aus wie ein Kerl, oder? Der stimmt, sein Beater. Ja, vielleicht. Ja, stimmt. Wie ein Mann. Aber such mal nach Flying Uwe hier drauf. Wo ist hier Flying Uwe? Mann, aber ich Mann. Glaub, Flying Uwe hat der Bizeps. Also ich würde sagen, das ist ein Mann, ich erreiche auf jeden Fall hohes Alter. Sehr schön. Palle, was hast du denn hier noch Schönes? Das könnte eine Sonne sein, so ein Sonnenaufgang. Weißt du, hier sind die Wolken. Oha! Da ist die Sonne. Gibt's eine Sonne? Stimmt, oder? Stern könnte sein. Glück in allen Dingen. Hey. Wieso hat der nur Positives, Mann? Hey. Dem geht's doch schon gut. Was könnte das sein? Guck mal. Ein Brokkoli. Geist? Ein Brokkoli oder Geist Brokkoli. Oder ein Drache? Ein Drache? Könnte es auch ein Adler sein? Geht nicht kaputt, der ne? Auserwählte. Ja. Der Auserwählte, Alter. Ist der Auserwählte. Der Auserwählte. Ich versteh's nicht. Ja, damit haben wir die Prophezeiung erfüllt. Die Prophezeiung wurde erfüllt. Es hat einfach immer noch gehalten. Ja, gut. Ich würde sagen, das war ein Adler. Okay. Was ist das? Ist wieder eine Fläche. Das ist Abfall, Alter. Was ist das? Das sieht wirklich ekelhaft aus. Das ist eine Fläche. Ich würde sagen, wir... Pinsel? Jetzt ist Wachs in Wachs. So, was ist es jetzt? Was siehst du jetzt da drin? Storch. Was heißt Storch? Kindersegen. Ja, du warst Vater dieses Jahr. Es gibt wirklich einen Storch? Warum geht's denn Storch? Herzlichen Glückwunsch! Respekt an dich so, Leute. Also nochmal, wir fassen zusammen. Dir geht es extrem gut dieses Jahr. Ich bin der Auserwählte und Freddy wird Vater und potent. Ich werde wirklich Vater dieses Jahr. Ja, willst du auch werden? Ja, aber nicht von einem Menschenbaby. Aber darüber reden wir mal anders. Rausschneiden. Wir schmelzen es mal alles und packen alles in den großen Topf. Hast du noch was, Palle? Ja, klar. Okay, Jungs, jetzt hier. Die große Kernschmelze. Wir sind Wissenschaftler auf höchstem Niveau. Palle, was machst du da? Meins. Du kannst nicht einfach dein Glück wieder verwerten zu was anderem. Du bist doch. Oh Gott! Was war das denn? Alter Junge, das ist schlimmer als ein Prank-Ross-Labor hier. Ich bin dick. Palle, nein, wir sind doch Wissenschaftler. Für die Wissenschaft, wir wollen doch herausfinden, was dieses Jahr passiert. Okay. Aber ich weiß doch, was passiert. Ja, du wirst glücklich, aber vielleicht kommt da noch was dazu. Geht mir alles zu lange hier. Och nein, noch nein, nicht noch mehr. Ich möchte auch eigentlich. Warum machst du so viele davon? Wer hat dem Jungen das erlaubt? Meine Mutter. Meine Mutter? Oh, meins geht nicht an. Kann ich ein bisschen haben, bitte? Als ob. Oh! Jo, genau! Schön komm, schmelzen. Komm. Oh mein Gott, mein Löffel läuft über. Ist egal, alles was überläuft, das musst du sein. Oh Gott. Au. Au. Oh du fröhliche. Oh du seliche. Ah! Oh, oh Gott, Alter. Haben wir Feuermelder? Gut, eigentlich? Ich kipp jetzt meins hier rein. Wir haben Feuermelder im Serverraum, ne? Au! Au, au, au! Au, au! Nein! Au! Nicht gut! Nein! Was? Oh Gott, Leute, bitte! Ich muss gießen! Das ist voll! Okay, bereit?
Und? Hier rein, nein, in den großen Topf. Das ist ein Adler. Okay. Adler sollen fliegen. Kennt das noch jemand? Adler sollen fliegen. Okay, Palle, du musst jetzt ganz kurz deuten, was das hier ist. Ja. Was ist das? Das ist ein Knubbel. Das könnte ein Pferd sein, oder? Ein Fisch. Ein Pferd, was so läuft? Ein Fisch. Das ist ein Knubbelfuchs. Das ist doch kein Fisch. Doch, das ist ein Fisch. Wo ist das denn ein Fisch? Das ist wirklich ein Fisch. Das ist ein Delfin. Guck mal hier, der springt so aus dem Wasser. Guck so. So. Alter, okay, wir gucken mal. Fisch, was steht da? Üble Nachrede. Schon wieder. Ich hab schon wieder Scheiße gezogen. Was soll denn das, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Okay, Freddy, was hast du hier drin? Das ist ein Adler. Ja, haben wir schon Adler. Das da ist ein Adler? Das ist ein Adler. Ein aufgespießter Adler. Oder eine Taube. Adler. Warte, hier steht. Beide geheiratet. Alter, was ist denn los? Geheiratet, ich will das nicht. Hier steht, Freddy, warte, hier steht Weltkrieg. Das ist ein Weltkrieg. Du stirbst in Als ob das auf so einer Wachspackung draufsteht, Alter. Weltkrieg. Lass mich kurz vorlesen. Nur hier. Weltkrieg. Du stirbst und deine ganzen Verwandten auch. Der atomare Krieg wird alles vernichten. Donald Trump. Ja, schade, Leute. Geil, wir haben auf jeden Fall eine Menge über Zukunft gelernt. Palle wird's gut gehen. Mir scheiße, Freddy. Ich krieg Kinder und alles klar, Leute. Hoffentlich kommt dann jemand und räumt das hier auf. Ich bin damit raus. Och nein. Oh Gott. Och Mann. Nochmal. Das ist olympische Feuer, Jungs. UFO Olympia. Wer will die Fackel nehmen? Nee. Das tut extrem weh auf der Hand. Nee. Hör auf mit Stuhl, bitte. Zünd deinen Cutter jetzt an. Nein. Oh Gott, nein. Ilja, pass auf, Ilja. Oh Gott, nein! Bring dich um! Sei froh, dass ich hier nicht durchkomme! Ich verbrenne dein Parkett! Hä? Nein, so nicht! Oh! Was passiert hier? Schönes Video, interessant, zum Ende hin dann nochmal. Was passiert? Lasst den Daumen nach oben da oder rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute!